Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe ja da dieses Rollo, was man so, also was halt bei schrägen Fenstern so eingebaut ist, was man so einbauen muss, dass die Fenster halt so zu sind. Und jeden Morgen, oh, das tut mir immer so leid, jeden Morgen, wenn ich das aufmache, kommt mir so eine tote Fliege entgegen. Ich merke dann abends nicht, dass da eine Fliege drunter ist. Letztes Mal habe ich zum Beispiel gemerkt, aber ich merke es halt nicht immer, weil manche fliegen dann halt nicht. Aber wenn die halt fliegen, dann höre ich das halt so, dass die da drunter sind. Dann mache ich das halt wieder auf und warte, bis die Fliege dann da weg ist. Aber jetzt gerade kam schon wieder eine Fliege entgegen. Das tut mir immer so leid, ne? Wieder zu Hause und es ist so warm. Also wie ihr gesehen habt, wir waren mit den Hunden draußen. Es ist so unglaublich warm draußen. Aber es ist schön, dass es so warm ist. Mittlerweile hat man sich auch irgendwie dran gewöhnt. Nur bei mir schlägt das immer so auf den Kopf und auf den Kreislauf. Das ist ein bisschen blöd. Ich sag euch, das schmeckt so geil. Ich habe einfach nur Wassermelone püriert, weil wir haben keinen Mixer, deswegen habe ich es püriert und ein bisschen Wasser zurückgegeben und das schmeckt so gut. Ich habe noch Eiswürfel drin. Unten sind die Kerne. Ist das gut? Die schwimmen nicht nach oben. Das schmeckt so gut. Ich habe jetzt gerade auch Fotos damit gemacht und sieht auf Fotos auch richtig schön aus. Kann man nur empfehlen. Einfach Wassermelone pürieren und mit ein bisschen Wasser vermischen, damit, ja, damit das verdünnt ist. Wie geil, ich wollte unbedingt so Fotos mit Seifenblasen machen und der Freund von meiner Schwester war gerade einkaufen und ich habe ihn gefragt, wenn er Seifenblasen findet, dass er dann welche mitbringen kann. Und jetzt hat er mir Minions Seifenblasen geholt. Das hier ist eine Kamera und wenn man da oben auf den Auslöser drückt, kommt hier, glaube ich, so verschiedenförmige Seifenblasen raus und ich glaube, ich kann richtig coole Fotos damit machen. Ich kann euch ja mal ein paar Fotos zeigen. Hier fängt es an. Also das war so schwer, Fotos zu machen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die sind einfach mal weggeflogen und irgendwie fokussiert der nicht. So, das ist das erste. Dann das habe ich glaube ich auch auf Instagram hochgeladen. Das ist so ähnlich. Ja, da ist mir einer auf die Hand geflogen und ja, irgendwie ist gar nicht so passiert, wie ich es wollte. Naja. Aber das, was ich auf Instagram hochgeladen habe, das ist das hier, das finde ich noch ganz okay. Ich habe jetzt gerade eine Sache erledigt, die ich schon so lange erledigen wollte. Und zwar meine ganzen Handyfotos auf meinen Laptop machen und dann alle löschen, weil
mein Handy zeigt mir ständig an, ja, bald ist der Speicher leer oder Speicher fast voll oder Speicher ist voll und dann kann ich immer keine Fotos machen, wenn ich gerade Fotos machen will, weil ich halt einen zu vollen Speicher habe. Und jetzt habe ich nur noch 319 Fotos auf meinem Handy. Also ich habe komplett alle Fotos gelöscht, die ich mit meinem Handy jemals gemacht habe und alle Fotos, die ich mit der Kamera gemacht habe und mal aufs Handy draufgezogen habe, die habe ich jetzt draufgelassen. Ja, also ich habe die Fotos natürlich alle vorher auf dem Laptop gezogen, die ich auf dem Handy hatte. Damit die, ich will die ja trotzdem nicht löschen, nur ich brauchte halt Speicher auf meinem Handy, deswegen. Ja, und jetzt räume ich hier ein kleines bisschen auf. Das Zimmer sieht irgendwie voll schnell durcheinander aus, ich weiß nicht warum. Und ja, deswegen räume ich jetzt auf. Jetzt Bruschetta machen. Wir haben jetzt ungefähr, Moment, ich kann es vielleicht auch genau sagen, 20.07 Uhr haben wir. Ja, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Bruschetta bekommen und deswegen werde ich jetzt einfach Brot toasten, weil wir haben kein Baguette. Deswegen werde ich Brot toasten und dann Tomaten und so drauf. Wir haben leider, also wir haben zwar noch Brot, aber das nimmt mein Vater morgen früh mit auf die Arbeit. Deswegen kann ich jetzt doch kein Bruschetta machen. Was soll ich jetzt machen? Noch meine Kette. Immer wenn ich gelegen habe, dann rutscht immer das Herz nach hinten. So. Ja, ich hab da jetzt voll Bock drauf gehabt. Was mache ich jetzt? Hallo, ich wollte heute filmen, weil heute zwei Pakete ankommen müssten. Einmal eins mit Polaroid-Bildern. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Vlog erzählt habe. Ich bin nicht aber hochgelaufen. Ja, auf jeden Fall habe ich 100 Polaroid-Bilder bestellt, weil ich möchte gerne so ein schönes Fotoalbum machen. Und ich habe zwei Lichterketten bestellt. Eine für zu Hause und eine für hier, weil die war irgendwie von 15 auf 5 Euro runtergesetzt bei Amazon. Und deswegen habe ich direkt zwei bestellt. Noch eine für in dem anderen Zuhause. Und ja, halt eine für hier. Und an der Lichterkette wollte ich dann halt so die Fotos befestigen. Und deswegen dachte ich mir, ich filme heute und guck, ob die Pakete ankommen. Also von einem habe ich eine E-Mail bekommen, dass das heute zwischen 16 und 17 Uhr kommt. Und von dem anderen nicht, aber das sollte heute eigentlich auch ankommen. Heute ist übrigens Dienstag, der 26. Und ja, ich mache jetzt meine Wochendekoration. Wir haben zwar erst Dienstag, aber ich habe da gerade irgendwie voll Bock drauf. Und wundert euch nicht, dass das hier so ein bisschen dunkel ist. Ich habe da das Rollo runter, weil damit die Hitze hier nicht so reinkommt. Und da hinten ist das Fenster auf. Ja, damit ihr euch nicht wundert, warum das Licht so ein bisschen komisch ist. Bevor ich anfange, meine Mutter hat gerade gerufen, dass ich ein bisschen auf die Klingel achten soll, weil sie geht jetzt mit den Hunden raus. Weil man sieht schon, wenn man aus dem Fenster guckt, das Postauto. Und die fährt jetzt erst ihre Runde und dann kommt sie zu uns. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie meine Lichterketten hat. Es ist ein Paket für mich angekommen. Und ich denke, es ist die Lichterkette. Wir packen das jetzt mal zusammen aus. Ich habe etwas zu erzählen. Hier da hinten ist ja mein kleines Fenster.
Und hier schallt es total, wenn man unten vor unserer Haustür oder so neben unserem Haus redet. Und wir sind hier halt ein kleines Dorf. Und jetzt muss ich einfach kurz gucken, damit ich weiter berichten kann. Okay. auf jeden Fall bin ich schlammig schlau. Und habe die ganze Zeit beobachtet, was da abgeht. Da war, hier sind nämlich Schulklassen, weil die gehen auch alle rudern. Weil hier quasi, also da am Fluss, wo wir immer hingehen, da kann man halt ankommen. Also mit dem Boot. Wir sind da auch angekommen. Wir sind woanders losgefahren und dann hier angekommen. Auf jeden Fall haben sich wohl welche besoffen, so wie ich das mitbekommen habe. Also Schüler haben sich betrunken, sind aus dem Boot gefallen und wären fast ertrunken. Der Lehrer ist so ausgerastet. Vor allem der Fluss, der ist eigentlich durchgehend fast gar nicht tief, nur so ein paar Stellen. Also da, wo wir jetzt hergerudert sind. Der Lehrer ist so ausgerastet. Ich glaube, ich dachte, der klatscht den Schülern gleich einer. Das war so krass. Und dann waren da halt so die Schüler. Jetzt laufen drei Stück bis in die nächste Stadt rein. Die anderen sind zurück zu der Klasse gegangen. Ich check das irgendwie nicht ganz so, aber auf jeden Fall haben sich wohl welche besoffen und es sind fast welche ertrunken. Und deswegen wurden die irgendwie vermisst, weil die halt so spät ankamen mit dem Boot. Und ja, deswegen ist der Lehrer komplett ausgerastet, was ich verstehen kann. Weil der hat natürlich die Verantwortung und macht sich Sorgen und so. Aber ja. Das ist meine neue Wochendeko und das hier habe ich einfach so, das ist eine Project Life Card, die habe ich da einfach hingemacht. Und ja. Wir gehen jetzt Fahrrad fahren. Ich habe meine Haare zwar immer noch nicht gekämmt, aber man soll die Haare ja eh nicht so oft kämmen, wie ich gehört habe. Und das ist jetzt mal meine Ausrede. Man sieht das nur ein ganz bisschen. Da hinten ist ein Storch. Der bringt die Kinder. Ach Mann, man sieht ihn gar nicht so, wie man ihn im echten Leben sieht. Ne? Guck mal, jetzt bewegt er sich. Hey. Warte noch die andere Seite. Yay, mein zweites Paket ist angekommen und wir werden es auspacken. Oh, ich sehe gerade, dass der Akku von meiner Kamera leer ist. Ich bin übrigens gerade draußen, weil ich auf den Paketmann gewartet habe, weil meine Mutter oben am Saugen ist, damit ich den höre. So, hier sind meine Polaroid-Fotos drin. Oh mein Gott. Nummer 1, 1x50. Und Nummer 2. Nochmal 50. Ist da noch was drin? Ein Goodie oder so? Oh mein Gott, die sind da. Jetzt gucken wir uns die mal an. Ah, okay, die zeige ich jetzt erstmal nicht, weil die sind mit Freunden. Weil ich glaube nicht, dass alle auf YouTube wollen. Und wieso geht das nicht auf? So. Hier sind die mit Jesper. Jetzt bin ich gespannt, wie die Qualität ist. Ich hoffe, es ist gut. Oh mein Gott, ja. Oh, wie cool. Genau so, wie das da angezeigt wurde. Ich habe die hier zweimal bestellt. Die sind extrem, extrem schön gedruckt. Also ich persönlich bin mega zufrieden. Die Qualität hat sich so gut wie gar nicht verändert bei dem Ausdrucken. Und die haben mir, ich glaube, wann habe ich die Fotos bestellt? Ich habe die Freitag bestellt, die Fotos. Und heute ist Dienstag. Wie schnell sind die bitte angekommen? Die sollten eigentlich erst in 2 Tagen versendet werden. Und die sind jetzt schon da. Und das ist mega, mega cool. Man hat eine E-Mail bekommen, wann, um wie viel Uhr die Sachen ankommen und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch vollkommen und allein, dass
die hier in so einer Schachtel extra verpackt sind. Das ist mega schön. Also, falls ihr Polaroid-Bilder bestellen wollt, also ich habe die jetzt im Sale gekauft, da haben 50 Stück 8 Euro gekostet. Normal kosten 50 Stück 12 Euro. Da war jetzt halt, wie gesagt, im Moment Sale. Ich weiß nicht, ob immer noch Sale ist, wenn der Vlog online kommt. Aber kann ich echt nur weiterempfehlen. Also ich würde die, glaube ich, auch 50 Stück für 12 Euro kaufen. Das ist krass. Wenn ihr ein Foto bei DM ausdruckt, kostet es, glaube ich, 11 Cent oder 23, eins von beiden. Und da hat es ein Foto 16 Cent gekostet. Das war zwar ein Angebot, aber trotzdem mega, mega cool. So, ich habe jetzt da 4 Bilder hingehangen, die ich so relativ doppelt hatte. Also die 2 Bilder, die hatte ich auf jeden Fall doppelt. Und das von Jesper habe ich in so ähnlich nochmal für zu Hause. Also fürs andere zu Hause. Und das habe ich auch nochmal in so ähnlich. Deswegen habe ich die 4 erstmal da hingehangen. Ich kann ja nochmal die Lichterkette anmachen. Also ich finde, es sieht sehr schön aus und bin mega zufrieden. Allein mit den Fotos, ich kann euch das so empfehlen. Die sind echt mega, mega cool, die Fotos. Ich habe jetzt die ganze Zeit noch aufgeräumt, also die Küche, und Cookies gebacken. Ich hatte gerade irgendwie voll Bock auf Aufräumen und Cookies backen. Cookies wollte ich schon mega, mega lange backen. Ich wollte den Tag für heute beenden, weil es wird jetzt nichts mehr passieren, außer dass ich duschen gehe und vielleicht noch irgendwas esse oder so. Wir haben jetzt 8 Uhr und ich würde sagen, wir sehen uns einen anderen Tag nochmal in der Woche. Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog-Tag. Ich sitze hier mit der kleinen Devi, weil die ist nämlich gerade in mein Zimmer gekommen. Und jetzt kuschel ich ein bisschen mit ihr und streichel sie. Ja, wir gehen heute rudern und wir gehen heute Abend essen. Meine Schwester und ich wollen jetzt gleich aber auch noch, ich muss einmal kurz. Ja, meine Schwester und ich wollten nachher noch nach, ins kleine Dörfchen fahren. Und da wollen wir zum 1-Euro-Shop wegen Bastelsachen und Schulsachen und so. Und auch zu Rossmann, also einfach mal so ein bisschen gucken. Und ich habe wieder hier so eine sexy Schlaffrisur. ja. Ich werde mir jetzt gleich die Zähne putzen und mein Gesicht waschen und Haare machen und so. Und mich anziehen. Und dann können wir auch schon los. Ich habe jetzt durch die Kamera gesehen, wie der Himmel aussieht. Voll krass, ich glaube, es regnet gleich. Ja, wir waren jetzt im Rossmann und im Teddy und ich habe schon einige Schulsachen gekauft. Nur wir gehen jetzt nochmal in einen anderen Bastelladen. Also in so eine Lottostelle quasi. Und der sieht von außen mega klein aus, der Laden. Also da, wo wir jetzt hingehen. Und von innen ist der mega groß. Und ich habe voll das schöne Stiftetui gefunden. Das kann ich euch ja schon mal zeigen. Das sieht so aus. Ich finde die Farbe total schön und das ist so aus Leder. Ich weiß nicht, ob das echtes Leder ist. Keine Ahnung. Ich bin nicht mit Rudern gegangen, weil ich mehr Kopfschmerzen hatte. Mittlerweile geht's wieder. Also ich habe eine Tablette genommen, aber so. Kennt ihr das, wenn so das Licht zu hell ist und ihr nicht so richtig ins Licht gucken könnt? Ja. Ich liege auf jeden Fall in meinem Bett und warte, bis alle wiederkommen, weil wir gehen ja nachher noch essen. Wir laufen zum Restaurant, also das ist nur, das kann man von meinem Fenster aus sehen. Und ja, ich versuche jetzt nochmal zu schlafen. Ich habe das gerade auch versucht, aber ich konnte irgendwie nicht mehr einschlafen, nachdem ich einmal wach war. Aber ich probiere jetzt noch einmal zu schlafen. So, ich bin jetzt gerade mit den Hunden draußen und die haben keinen Bock. Die sind da hinten. Komm! Ich glaube, dann ist das ein bisschen zu warm. Ich habe mir jetzt gerade Pokémon Go runtergeladen. Ich glaube, ich bin eine der Letzten, die es jetzt runtergeladen hat und ich kann nicht sehen wegen der Sonne. Komm hier hin! Und ich habe schon 2 Pokémons gefangen, wahrscheinlich die, die man sowieso am Anfang fängt. Und ja, ich habe jetzt gerade hier so einen
Pokémon Rauch verstreut. Ey! Die spielen. Also nicht, dass ihr denkt, die beißen sich oder so, die spielen nur. Genau, ich habe so einen Pokérauch hier verstreut. Mal gucken, ob die Pokémons jetzt kommen. Gut, dass ich Highspeed habe. Ja. Ich habe jetzt meine Zähne geputzt und wir waren gerade noch ein bisschen unten, haben Musik gehört und so. Und ich wollte euch jetzt Tschüss sagen und eventuell filme ich morgen nochmal, da gucke ich mal. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Vlog.